Wie entwickelt man eine teilbelichtete Super 8 Kassette und verwendet den Filmrest, der sich noch in der Kassette befindet, einfach später? Das zeige ich heute. Wenn man schon vorher weiß, dass man die Kassette zum Beispiel nach schon 4 Metern entwickeln wird, sollte man sie vorbereiten, bevor man sie in die Kamera einlegt. Das erleichtert das Zusammenfügen des Films, das Zusammenkleben des Films, nachdem man ihn aus der Kassette gezogen hat. Das werde ich natürlich alles noch zeigen. Man nimmt sich den Film und dreht einfach mal hier ein paar Umdrehungen am Wickeldorn, dass ein bisschen Film vorgespult wird und man etwas mehr Vorspann hat. So, 2-3 Umdrehungen sollten genügen. Dann nimmt man sich die Kamera auf, legt den Film ein und kann losfilmen. Der Film ist jetzt ca. 20 Fuß, belichtet also ca. 6 Meter, also 5,5 eher. Und wir sagen uns jetzt einfach, der ist voll, der muss jetzt entwickelt werden, weil wir zum Beispiel das Titel gefilmt haben. Dafür nehmen wir die Kassette einfach raus und gucken uns hier an. Dafür müssen wir den Film erstmal vom Filmfenster trennen. So kann man das auch machen, dass man den Film leichter rauskriegt. So, hier habe ich ihn jetzt. Sollte man sich hier was rausziehen. Und dann schneidet man ihn. Ein bisschen mehr noch. Dann schneidet man ihn hier durch. Und kann ihn in den Entwicklungstank einspulen. Vorher sollte man natürlich noch die Ratsche, die den Dorn nur in eine Richtung drehen lässt, brechen. Die ist schon gebrochen. Macht man wie folgt. Ich zeige es einfach mal exemplarisch. So macht man das. Und dann kann man den Film einfach in den Entwicklungstank einspulen. Jetzt spulen wir den Film in den Entwicklungstank ein. Dazu nimmt man am besten einen Plattenspieler, wenn man den Lomo-Tank benutzt. Man nimmt die Kassette und stellt sie am besten so neben den Plattenspieler. Dann nimmt man sich den Film, der rausguckt, der längere, wie ich gezeigt habe, knickt den einmal hier um und hängt den hier oben ein, einmal hier rum, um die Ecke hier. Dann nimmt man den Deckel, setzt ihn hier drauf und schraubt zu. Dann hält man die Kassette wie folgt. Man kann auch noch die Andruckplatte reindrücken, dass der Film besser an dieser vorbeikommt. Das geht wie folgt. Man nimmt hier und drückt hier drauf. Dann hält man das ganze Konstrukt, wie ich es hier zeige, und beginnt damit, den Film aufzuspulen. Sollte man nicht zu schnell machen. Bei manchen weichen Filmmaterialien, wie zum Beispiel Fuji Velvia, können Laufstreifen dabei entstehen. Aber zum Beispiel Vitnochrom, der hat dieses Problem nicht. Jetzt sind wir am Ende des Films. Und damit wir ihn dann später noch besser zusammenfügen können, schneiden wir ihn circa nach 20 cm ab. Was ich natürlich jetzt hier zeige, sollte man natürlich alles im Stockdunkeln machen. Also das Einlegen in den Entwicklungstank und so. Und dann tut man ihn einfach. Entwicklungsdose. Deckel drauf. Und man kann ihn entwickeln. Jetzt müssen wir den Film natürlich wieder zusammenkleben, weil wir ihn ja verschnitten haben, damit wir ihn weiter belichten können. Dazu benutzt man am besten eine Trockenklebepresse. Mit Nassklebepressen habe ich keine Erfahrung. Ich würde es auch nicht empfehlen. Als Trockenklebepresse kann man zum Beispiel die Agfa F8S Automatikklebepresse benutzen, über die ich auch schon vor etwa einem Jahr ein Video gemacht habe. Auf der einen Seite guckt der lange Film raus und auf der anderen Seite den kurzen. Und der kurze, den müssen wir auch noch lang machen. Und zwar auch wieder ca. 20 cm. Dann beginnen wir damit, die Kassette wieder zusammenzukleben.
Klebepresse öffnen. Und Film einlegen. Kanten anschneiden, dass sie gerade sind. Das Ganze sieht dann in etwa so aus. Jetzt nehmen wir die Klebefolie. Hängen Sie hier oben ein, mit der weißen Seite nach vorne. Und kleben das Ganze zusammen. Müll entferne ich immer gleich immer. Und der Film ist wieder zusammengeklebt. Müssen wir nur noch entknoten, so, und natürlich wieder aufspulen. Jetzt sollte man den Film natürlich nicht zur Entwicklung geben, weil der Film hängt ja in der Entwicklungsmaschine zusammen und da diese Trockenklebestellen im Feuchten gerne aufgehen können, werden alle Filme, die nach diesem Film kommen, eben halt zerstört. So, jetzt können wir die Kassette wieder in die Kamera legen und weiter belichten. Man kann es sich natürlich auch leicht machen und den Film nicht einfach zusammenkleben, wenn man eine wiederbefüllbare Super 8 Kassette besitzt. Dazu muss man die Super 8 Kassette, die man teilbelichtet hat, einfach knacken. Manchmal ist es schwer auf, wenn man einmal eine Ecke hat, dann geht's. Wie gesagt, manche Kassetten gehen sehr leicht auf. Jetzt, wenn man einmal eine Ecke hat, geht's. Da hat man hinten einen Filmwickel. Und auf der anderen Seite wäre jetzt eben der belichtete Film, den man einlegen kann. Der fehlt hier natürlich schon, weil ich schon gezeigt habe. Es geht allerdings natürlich jetzt hier zum Müll wegwischen, um diesen Filmwickel hier oben. Das wäre jetzt unser Restfilm. Und den können wir jetzt in eine wiederbefüllbare Super 8 Kassette einlegen. Wie zum Beispiel die GK Kassette. Die kriegt man von Adox, wenn man einen Adox Film kauft. Diesen zurzeit aber leider alle nicht erhältlich. Leg den Film hier oben ein, einmal hier oben um die Ecke rum, dann hier lang, oberen Deckel drauf. Und jetzt ist der Film lichtig. Was ich hier zeige, sollte man natürlich auch im Stockdunkeln machen. Dann nimmt man sich den Filmkern. Macht erstmal auf den Film ein Stück Klebeband drauf. Und klebt dann diesen mit der Perforation nach unten, also wie hier gezeigt, auf den Dorn drauf. Und legt das Ganze folgt ein, hier oben lang. Was ich jetzt hier zeige, kann man alles schon im Hell machen, nicht so wie bei der Kodak-Kassette, wo man alles im Dunkeln machen muss. Aber Kodak-Kassette ist so eine Sache für sich. So. Deckel drauf. Hübsches ISO-Band rum. Und wieder in die Kamera einlegen und vollfilmen. So einfach ist es.